Meine Damen und Herren, heute beginnen wir mit der Thermodynamik und ich freue mich, dass Sie da sind, weil es wird ja nie geprüft, was ich Ihnen jetzt vortragen werde, aufgrund dieses genialen Prüfungssystems. Aber so ist es heute. Trotzdem sind Sie da und das ist das Entscheidende. Also wir betreten jetzt einen neuen Bereich in der Physik, der äußerst wichtig ist und der sich in einer Vielzahl von Fällen sehr nützlich anwenden lässt. Wir betrachten also Systeme, die nicht nur so aus ein oder zwei Teilchen bestehen, so wie wir das bisher meistens gemacht haben. Bei Stoßvorgängen hat man zwei Partner und ja, andererseits bei so makroskopischen Körpern haben wir dann meistens gar nicht von einzelnen Teilchen gesprochen, sondern diese Körper als makroskopische Medien betrachtet. Nur hier und da halt so Volumens- und Massenelemente betrachtet. Jetzt aber wollen wir die Dinge etwas konkreter betrachten und da werden wir, obwohl wir noch keine quantenmechanischen Grundlagen dazu brauchen werden, molekulare Strukturen der Körper berücksichtigen. Das macht die Thermodynamik interessant. Also wir beginnen im Kapitel 6 mit der Thermodynamik. Wie Sie sehen werden, ist der mathematische Aufwand bei der Beschreibung thermodynamischer Beziehungen im Allgemeinen sehr gering. Also so gesehen ist es eine total einfache Geschichte. Aber andererseits werden Sie sehen, dass die physikalische Interpretation der verschiedenen Größen manchmal etwas aufwendiger ist. Ich erinnere vor allem an die Ihnen wahrscheinlich schon einmal bekannt gewordene Größe der Entropie, wo ich mich noch mit schlechter Erinnerung an meine Schulzeit, wo ich zurückdenke, wo mein Lehrer damals, also unserer heute in der Klasse, wo das aufgekommen ist und wir ziemlich verständnislos da reingeschaut haben bei dem Thema, gesagt hat, wir sollen uns keine Sorgen machen. Wie er in unserem Alter war, hat er das auch nicht verstanden. Das war natürlich nicht sehr hilfreich für uns und ich möchte also vermeiden, dass Sie jetzt wieder in eine solche Situation kommen. Also es ist schon notwendig, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, noch dazu, wo diese Größen in der Thermodynamik und insbesondere in der Entropie durch die geniale Interpretation durch Boltzmann, unseren Gassennamensgeber da, eine so große anschauliche Bedeutung erreicht hat. Darüber werden wir nicht nur aus Lokalpatriotismus, sondern weil das also wirklich ganz grundlegend ist, für das Verständnis physikalischer Zusammenhänge, werden wir schon sprechen. Aber eins nach dem anderen. Wir werden also zunächst über gewisse Grundlagen zu sprechen haben, die wir zunächst einmal zusammenstellen wollen, damit man einmal eine gute Ausgangssituation hat. Also bisher hatten wir es mit einfachen, geordneten Systemen zu tun. Und die Eigenschaften dieser Systeme, beziehungsweise auch aller ihre Teilsysteme, waren also da mehrere Sachen miteinander in Wechselwirkung waren, konnten vollständig angegeben werden. Bei einem Streuvorgang, da wusste man Ort und Geschwindigkeit des einfallenden Teilchens und des Targets und da kann man sich das ausrechnen und es läuft auch in der Gegenrichtung. Nicht? Wenn Sie so am Billardtisch so einen Streuvorgang sich vorstellen und da fliegen also die Kugeln so auseinander, zwei genügen schon, wollen wir gar nicht komplizierter machen und man zeichnet das mit einer Videokamera auf, dann ist das ein gültiger Vorgang und wenn Sie die Videokamera verkehrt erinnern lassen, ist es auch ein gültiger Vorgang. Sie wissen gar nicht, was eigentlich der richtige Vorgang ist.
Also die zeitliche Entwicklung eines solchen Systems kann durch die üblichen dynamischen Gleichungen beschrieben werden. Damit haben wir uns ja schon ziemlich intensiv auseinandergesetzt. Insbesondere haben wir also aus dem zweiten Newton-Axiom in den meisten Fällen eine Bewegungsgleichung gewonnen, die man dann lösen kann. Und diese Lösungen sind auch gegen Zeitumkehr invariant. Deswegen funktioniert ja das mit dem verkehrt laufen lassen auf dem Billardtisch. Das führt wieder zu einer gültigen Lösung. Jetzt aber, und das ist der entscheidende Punkt, jetzt wollen wir uns mit größeren Systemen auseinandersetzen. Jetzt werden Sie sich vielleicht denken, wer braucht denn das? Machen wir keine so großen Systeme. Beschränken wir uns halt auf den Billardtisch mit zwei Kugeln. Aber es zeigt sich eben, wenn man makroskopische Systeme, vor allem auch manchmal kompliziertere Systeme, wie uns zum Beispiel, anschauen, das kann man nicht nur mit so einem Kugel symbolisieren, das ist komplizierter. Besteht also aus vielen Teilsystemen, sehr vielen Teilsystemen. Und da wird es dann kompliziert, weil wenn man noch 10 oder 50 so Teilsysteme hat, so einzelne Teilchen, geht das ja noch. Aber die Anzahl der Teilsysteme, der Moleküle, aus denen zum Beispiel auch nur ein gewisses Gasvolumen besteht, haben Sie eine Vorstellung, wie viel so in einem Kubikzentimeter unserer Luft da hier Moleküle drinnen sind? Haben Sie irgendeine Vorstellung? Sind das 1000 oder 100.000 Kubikzentimeter? Gar nicht so viel, ne? Was glauben Sie? Wie viel? 10 hoch 8, viel zu wenig. 10 hoch 23, ganz richtig. Na, denken Sie sich das einmal. 10 hoch 23. Also da verblasst ja sogar das amerikanische Budgetdefizit dagegen. Also das ist wirklich eine große Zahl. Und da können Sie sich natürlich jetzt vorstellen, dass es nicht mehr möglich ist, 10 hoch 23 gekoppelte Differentialgleichungen untereinander aufzuschreiben und die dann alle miteinander zu lösen, um diese ganzen einzelnen Moleküle dann nachzuverfolgen, wo die unterwegs sind. Das geht eben nicht. Das ist nicht nur, weil man zu faul ist, das zu machen. Man kann es nicht. Selbst mit der größten Computertechnologie ist also nicht abzusehen, dass man das einmal wirklich im Einzelnen könnte. Und daher muss man was anderes machen. Und das ist eben der entscheidende Punkt, dass man mit derartigen Systemen trotzdem irgendwie zu Rande kommen muss. Und daher ist es wichtig und eigentlich auch das einzig Notwendige, gewisse makroskopische Eigenschaften dieser Systeme, denn das ist es ja, was man eigentlich dann beobachtet, zu untersuchen und zu beschreiben. Denn es kann ja keiner alle diese vielen Moleküle eh nachverfolgen. Braucht man auch gar nicht. Es kommt nur darauf an, wenn man gewisse Mittelwerte über alle diese verschiedenen Moleküle dann bildet, dass man zu Größen kommt, die dann makroskopisch beobachtbar sind und die man dann eben auch beschreiben möchte. Ja, und eine solche Größe, die sehr wichtig ist und die uns eigentlich den Eintritt in die Thermodynamik verschafft, ist die Temperatur. Die neue wichtige physikalische Größe in der Thermodynamik ist die Temperatur. Und der werden wir uns also jetzt gleich im nächsten Kapitel zuwenden. Also, es geht darum, dass wir die makroskopischen Systemeigenschaften durch Mittelung, über mikroskopische Eigenschaften erhält. Hält man durch Mittelung über mikroskopische Systemeigenschaften. Und da muss man sich zunächst einmal die Frage stellen, wie mittelt man? Es ist eine der Sachen, die man dann lernt, wenn man so mit thermodynamischen und statistischen Gesetzmäßigkeiten zu tun hat, dass es oft sehr wichtig ist, was für einen Mittelwert man bildet. Da können oft ganz unterschiedliche Ergebnisse herauskommen.
Also zum Beispiel bei dieser Mittelung über mikroskopische Systemeigenschaften gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können einmal hergehen und das System eine Zeit lang in der Zeit sich entwickeln lassen und dann so ein Molekül zum Beispiel im Gedanken, nicht, auf seinem Weg verfolgen und beispielsweise ständig anschauen, wie groß die kinetische Energie dieses Moleküls ist. Die stoßen ja ununterbrochen sehr häufig miteinander zusammen, wenn so viele sind. Nicht? Kann man sich ja leicht vorstellen. Aber dann sind sie einmal schneller, einmal langsamer, ändern auch ununterbrochen die Richtung. Daher ändern sie auch ständig die kinetische Energie und dann kann man hergehen und über einen gewissen Zeitraum mitteln. Und dann kriegt man eine mittlere kinetische Energie dieses einen Moleküls. Nicht? So etwas nennt man ein Zeitmittel. Aber man kann auch was anderes machen. Man weiß ja eben, dass da sehr viele so Moleküle herumfliegen und man macht nur eine Momentaufnahme des ganzen Systems, wo man also dann alle Geschwindigkeiten von allen Teilchen und alle vor allem kinetischen Energien von allen Molekülen in dem System kennt, zum Beispiel innerhalb eines Quick-Zentimeters oder also irgendeinem Teilsystem von dem Ganzen, und dann kann man mitteln, über alle kinetischen Energien aller dieser einzelnen Moleküle zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das nennt man ein Scharmittel, wenn man eine Schar von Molekülen betrachtet, über die man alle mitteln. Das sind natürlich auch welche, die sind gerade schneller unterwegs und andere sind langsamer unterwegs, haben mehr und weniger kinetische Energie, aber immer positive kinetische Energie. Also man kann mitteln und man kommt dann also wieder auf eine Größe hier, das Scharmittel. Und das ist natürlich schon eine ungünstige Situation. Was macht man jetzt eigentlich? Was ist gescheiter? Das ist eigentlich eine Geschmackssache. Und da zeigt sich, dass unter sehr allgemeinen Voraussetzungen, aber nicht immer, aber doch praktisch immer für übliche Anwendungen in der Thermodynamik, diese beiden Mittelwerte miteinander zusammenfallen. Und dass man das annehmen kann, das setzt gewisse Dinge voraus beim Verhalten der Systeme. Eine gewisse Unordnung muss vorhanden sein. Wenn also alle Moleküle wie eine Armee da einfach einmal alle rauflaufen, dann wieder runterlaufen zwischen zwei so Wänden des Systems, dann wird das nicht funktionieren. Wenn die aber ganz wild durcheinander wurdeln da, so wie man sich das ja vorstellt bei so einem System, dann ist das sehr gut. Also man setzt dann, weil man das voraussetzt, dass die zwei zusammenstimmen, so eine gewisse chaotische Situation voraus in dem System. Aber das ist halt die Frage, was versteht man darunter? Und wir drehen den Spieß um und sagen halt, man nimmt hier dann meistens die sogenannte Ergoden-Hypothese an, dass diese beiden gleich sein sollen. Sodass, wenn wir in weiterer Folge dann über eine Mittelwertbildung sprechen werden bei irgendeiner Überlegung, und da werden noch ein paar solche in der Richtung kommen, dass man davon ausgehen kann, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Man kann das entweder so oder so mitteln, und jetzt kommt das Gleiche heraus. Das ist einmal eine der grundlegenden Annahmen, die man macht bei der Beschreibung thermodynamischer Systeme. Diese Ergoden-Hypothese. Und dann gibt es noch eine weitere wichtige Annahme. Also da machen wir vielleicht dann so einen Strich her, um das einmal da zu charakterisieren. Eine weitere wichtige Annahme ist das sogenannte Postulat von der gleichen a priori Wahrscheinlichkeit. Schrecklich. Hört sich sehr gespreizt an. Ist aber doch eine durchaus einfache Sache. Ich schreibe es aber trotzdem so her. Postulat von der gleichen a priori Wahrscheinlichkeit. Und was sagt es aus?
Wenn man einen makroskopischen Zustand betrachtet, ein Gas bei einer bestimmten Temperatur und einem bestimmten Druck in einem Volumen, kann man sich ja vorstellen, zum Beispiel das Gas da in dem Hörsaal, die Luft, dann wird es viele, meist sogar sehr, sehr viele, verschiedene mikroskopische Situationen geben, die diesen Makrozustand realisieren können. Die Moleküle können in den unterschiedlichsten Weisen herumfliegen und allerweils die gleiche Temperatur, das gleiche Volumen, der gleiche Druck. Also das ist ja gut vorstellbar, dass das so ist. Und alle diese vielen unterschiedlichen mikroskopischen Realisierungsmöglichkeiten eines makroskopisch beobachtbaren Zustandes sind gleich wahrscheinlich und werden im Laufe der Zeit alle auch eintreten. Das ist wieder so ein bisschen eine chaotische Sache, weil wenn eben da die Moleküle alle immer nur so schön auf und ab laufen würden, dann täten so Zustände, wo die einmal querlaufen täten, nicht gleich wahrscheinlich sein, aber wir gehen davon aus, sie sind gleich wahrscheinlich. Alle diese verschiedenen, durcheinander wurdelnden, unterschiedlichen Mikrosysteme sind gleich wahrscheinlich. Also wieder so ein bisschen ein Trend zum Chaos gewissermaßen. Man möchte also eben den Aspekt betonen, dass wir es bei diesen vielen Molekülen mit einem System zu tun haben, wo die einzelnen Teilchen mehr oder weniger statistisch unkorreliert so durcheinander fliegen. Also die unterschiedlichen mikroskopischen Realisierungen eines Makrozustandes sind gleich wahrscheinlich. A priori von vornherein also gleich wahrscheinlich. Ein wichtiges Postulat, das man dann auch in verschiedenen Zusammenhängen benötigen werden. Aber noch eine weitere Möglichkeit gibt es, diese statistische Komponente bei der Bewegung der Moleküle in einem System, schwebt uns natürlich oft ein Gas vor, so wie die Luft, erstens, weil es uns ständig umgibt und zweitens, weil die Gase sehr einfach zu beschreiben sind im Verhältnis zu anderen Systemen. Aber es geht auch bei anderen Systemen, auch die bestehen, wie wir wissen, seit circa 100 Jahren aus Atomen oder Molekülen. Und auch dort hat man solche statistischen Bewegungen. Also eine weitere Annahme ist das sogenannte molekulare Chaos. Und bei dieser Annahme des molekularen Chaos nimmt man an, dass die Orte und die Geschwindigkeiten zweier Teilchen, also man denkt vor allem an Moleküle, unkorreliert miteinander sind. Orte und Geschwindigkeiten zweier Teilchen unkorreliert. Also wenn das eine so macht, kann das andere ganz was anderes machen. Die hängen nicht irgendwie zusammen und tun so irgendwie was gemeinsam. Und auch das ist wieder ein Ausdruck für diese statistische Komponente, um die es hier geht. Natürlich lässt sich das alles sehr ausführlich statistisch behandeln und man kommt drauf, dass genau genommen alle diese verschiedenen Annahmen nicht ganz äquivalent zueinander sind.
Und das erfordert eine ziemlich tiefgehende statistische Analyse, um zu sehen, wie da konkret die Zusammenhänge sind. So etwas machen wir hier nicht. Das sind Grundlagenfragen der statistischen Physik. Sehr spannend natürlich, aber wir wollen ja auch hier dann zu konkreten Ergebnissen vorstoßen. Also damit haben wir eine gewisse Grundlage für die statistische Beschreibung von großen Systemen gefunden. Auf dieser Grundlage gibt es nun, und das werden wir dann in weiterer Folge konkreter behandeln, eine spezielle Verhaltensweise dieser großen Systeme unter diesen Voraussetzungen, die wir bisher bei den kleinen Mikrosystemen mit wenigen überschaubaren Teilen, Teilchen und so weiter, was wir heute gehabt haben, nicht gehabt haben. Nämlich die Frage der Zeitumkehr muss neu gestellt werden. Ich habe Ihnen ja vorhin das Beispiel von dem Billardtisch gebracht, da ist die Zeitumkehr kein Problem. Aber wenn man also jetzt ein großes System, Größenordnung 10 der 23. Teilchen, mit allen diesen zusätzlichen Annahmen hernimmt, dann zeigt sich, dass eine derartige Zeitumkehr nicht mehr ohne weiteres gegeben ist. Und das ist ein ganz entscheidender, qualitativer Unterschied zwischen den kleinen und den großen Systemen. Weil sonst könnte man sagen, naja, klein oder groß, das ist ein quantitativer Unterschied, aber sonst ist es eh dasselbe. Aber das ist so ein großer quantitativer Unterschied, dass es eben zu qualitativen Folgerungen führt. Und das können Sie sich auch leicht vorstellen. Und die, die in den Methoden zu dieser Vorlesung schon waren und hoffentlich auch weiter bleiben werden, haben ein solches Experiment, um das zu untermauern, schon gesehen. Nämlich, ich schreibe das also jetzt auf unter dem Titel Zeitumkehr. Wenn man etwa ein System betrachtet mit einer Membrane und auf der einen Seite fliegen da also alle möglichen Moleküle herum, genügt, wenn 20 sind, aber mit 10 der 23. geht es noch besser. Und das andere ist leer, hoch evakuiert, sind immer noch viele Moleküle, weil die ganzen 10 der 23. bringen sie nicht weg. Wenn Sie den Druck auf ein Millionstel reduzieren, ein Millionstel Bar, das ist schon sehr wenig. Und dann noch einmal ein Faktor 10 der 6. für Hochvakuum, was ist das alles gegen 10 der 23.? Das bringen Sie einfach nicht runter. Also das müssen Sie sich einmal klar machen, selbst wenn man noch so gut evakuiert. Da ist immer noch ein Haufen Moleküle drinnen. Aber das gibt Ihnen erst ein Gefühl, was wir da alles für Moleküle rundherum haben. Nicht? Also das muss man sich bewusst machen. Wenn man also im intergalaktischen Raum wäre, wo dann angeblich, ich weiß nicht so genau, so alle Meter einmal ein Molekül herumfliegt oder noch weniger. Aber jedenfalls so in der Größe, das ist wirklich wenig. Sowas bringen wir nicht zustande. Da können wir noch so gut evakuieren. Das geht nicht. Na gut, macht nichts. Aber jedenfalls, jetzt nehmen wir einmal an, es sind keine da, oder halt sehr wenig. Und jetzt macht man hier auf, und die schwirren da drinnen irgendwie herum. Na, was werden die Moleküle machen? Also man nimmt diese Membrane weg. Naja, sie können natürlich alle da bleiben, aber sie bleiben nicht. Sie haben es ja gesehen in dem Experiment am Erdhebel, wenn Sie sich erinnern. Da haben wir so bewegte Wände gehabt, außen rundherum, dass das immer in Schwung bleibt. Das entspricht einer gewissen Temperatur, wie wir später jetzt gleich feststellen werden. Und dann breiten sich die aus über das ganze Volumen. Naja, und wenn Sie jetzt das mit einer Videoaufnahme aufnehmen und drehen das Video um, dann wissen Sie sofort, das hat sich in der Wirklichkeit nicht abgespielt. Die Freude machen Ihnen die nicht, dass die aus freien Stücken alle auf einmal wieder da links sein werden und sie können dann gemütlich ihre Membran hineinsetzen und der Vorgang kehrt sich um. Obwohl es aufgrund der Mikrobeschreibung, weil ja die Grundgleichungen der Mechanik alle Zeitumkehrinvariant sind, durchaus möglich ist. Möglich schon, wahrscheinlich nicht.
Und man kann sogar zeigen, dass also eine derartige Ausbreitung da statistisch im umgekehrten Fall im Grenzwert die Wahrscheinlichkeit null hat. Echt null. Wahrscheinlichkeit null. Das heißt aber trotzdem, dass es nicht ausgeschlossen ist. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist null. Also es tritt dann in der Praxis nicht ein. Und diese Situation, dieser Zeitumkehrunmöglichkeit, führt dann eigentlich an dieser Stelle erstmals zu der sogenannten Richtung des Zeitpfeiles. Deswegen werden wir alle älter. Denn sonst braucht man nur irgendwann einmal die Zeit umdrehen und das läuft wieder zurück, nicht? Kein Problem. Aber das geht so eben nicht. Diese einheitliche Richtung der Zeit wird bei diesen makroskopischen Systemen, zu denen wir ja nolens volens auch gehören, eben schlagend. Und da kehrt sich das nicht um, obwohl es das im Prinzip könnte. Also die Irreversibilität wird dadurch erkennbar. Eine ganz wichtige Eigenschaft makroskopischer Systeme. Und das hängt mit allen diesen Hypothesen zusammen. Und das kann man also statistisch alles untermauern. Das ist sehr interessant, führt aber im Allgemeinen zu einem ziemlich erheblichen mathematischen Aufwand. Weil da führt man dann zum Beispiel einen Phasenraum ein, der so viele Dimensionen hat, wie es Teilchen in dem System gibt und dann noch alle Geschwindigkeiten und alle Orte da drinnen aufgeführt sind. Ein sehr, sehr hochdimensionaler Raum. Ja, der entzieht sich jeder anschaulichen Erkenntnis, aber mein Gott, mathematisch kann man ja sehr viel Nützliches machen, nur dem werden wir uns hier nicht weiter zuwenden. Ich möchte an der Stelle, bevor wir jetzt weitergehen, auch erwähnen, die ganze Thermodynamik, mit der wir es jetzt zu tun haben, hat zwei grundsätzliche Zugänge. Einen statistischen Zugang, über den wir da bis jetzt gesprochen haben, weil er auch einen sehr schönen Anschluss an die bisherige Mechanik bietet, und einen sogenannten phänomenologischen Zugang, also statistische Thermodynamik. Phänomenologische Thermodynamik. Bei der phänomenologischen Thermodynamik versucht man, die Dinge sich einfacher zu machen, indem man von vornherein von den Makroeigenschaften von Systemen wie Druck, Temperatur, Volumen und was es halt da so alles gibt, ausgeht und die miteinander in Beziehung setzt. Und unter nach Aufstellen von gewissen wichtigen Grundgesetzen, insbesondere den sogenannten Hauptsätzen der Thermodynamik, ist es dann möglich, ein ganzes Gerüst von Gesetzmäßigkeiten aufzustellen, die man daraus herleiten kann, und man kann dann sehr viele thermodynamische Eigenschaften der Systeme darstellen, ohne unmittelbaren Konnex zu dem, worum es ja letztlich geht, nämlich zu der molekularen Bewegung. Vor Boltzmann, lang vor Boltzmann, er war sicher nicht der Erste, der sich einmal überlegt hat, dass es da so Moleküle gibt, aber der hat halt einen so entscheidenden Durchbruch geschafft. Aber vor diesem war eigentlich die phänomenologische Thermodynamik das Gang, das Entscheidende. Das ist ganz klar, man hat so Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen, Dampfmaschinen zu konstruieren und da hat man also untergeheizt unter einem Wasserkessel, da ist dann was verdampft, der Druck ist gestiegen, das hat man dann wo rauslassen, dann ist der Druck wieder kleiner geworden, hat einen Kolben betätigt, hat Arbeit damit verrichtet. Ich glaube, das können Sie sich vorstellen, wie wichtig das war. Und das hat man natürlich alles verstehen wollen und hat das alles phänomenologisch durchgerechnet,
weil das wollte man ja auch optimieren, wie man das am besten macht und so weiter. Durchaus verständlich. Und da sind also die wichtigsten makroskopischen Größen inklusive der Entropie rein so phänomenologisch eingeführt worden. Auch Enthalpie und so verschiedene Größen, mit denen wir es jetzt im Weiteren auch zu tun haben werden und die gar nicht alle so eine einfache physikalische Interpretation haben. Und erst durch Boltzmann und auch wahrscheinlich einige Zeitgenossen, aber er war so eine Art Figurehead, eine Leitfigur für diese Entwicklungen, ist es dann gelungen, diese Beziehungen, die man da phänomenologisch aufgestellt hat und aus einigen wichtigen Grundgesetzen halt hergeleitet hat, und zu untermauern mit der mikroskopischen molekularen Interpretation. Und das ist eigentlich das, was die statistische Thermodynamik tun kann, als eine ihrer wichtigen Aufgaben, dass sie thermodynamische, phänomenologische Beziehungen erläutert und erklärt. Aber dann natürlich auch darüber hinausgehend gewisse spezielle Eigenschaften unterschiedlicher Systeme, also unterschiedlicher chemischer Komponenten und Substanzen auch zu erklären. Also man kann dann sehr vieles in der statistischen Thermodynamik, was über die phänomenologische Thermodynamik hinausgeht. Aber man kann beide von denen jedes für sich ganz konsistent aufbauen, nebeneinander sozusagen. Und da gibt es dann Wechselbeziehungen, wo man dann erkennen kann, dass ein gewisser statistischer Mittelungsprozess dann zum Beispiel zum Begriff der makroskopischen Temperatur führt. Das ist natürlich eine sehr wichtige Angelegenheit. Und wir werden das, weil es so wichtig ist, auch jetzt dann anschließend gleich beim nächsten Kapitel oder übernächsten durchführen. Aber wir werden nicht eine solche strikte Trennung in phänomenologische und statistische Thermodynamik durchführen, sondern die beiden ergänzen sich in sehr angenehmer Weise, um zu einem Verständnis dieses ganzen Gegenstandes zu kommen. Aber natürlich, wenn Sie sich intensiver damit auseinandersetzen wollen, kann man das auch mit einer größeren systematischen Ordnung darstellen, entweder phänomenologisch oder statistisch. Aber die Zeit haben wir nicht und auch den mathematischen Aufwand, der insbesondere dann bei der statistischen Physik notwendig ist, den wollen wir uns hier nicht antun. Also, ich wollte es aber doch erwähnt haben, dass Ihnen bewusst ist, dass diese Dinge, die wir hier in weiterer Folge besprechen werden, so eine Art Mixtur dieser beiden Zugänge darstellen. Daher, ich sage es Ihnen ganz offen, hat mir die Strukturierung des Stoffes in der Thermodynamik die meisten Probleme bereitet. Das so darzustellen, dass man da so einen einigermaßen zügigen Durchgang und einen roten Faden kriegt, obwohl man einmal was Statistisches braucht, dann wieder was Phänomenologisches, damit erklären wir und so. Und Sie werden vielleicht feststellen, dass es da jetzt ein bisschen an diesem ganz konkreten, genauen, strukturellen Ablauf mangelt. Wir werden einmal da was machen, einmal dort was machen und das irgendwie zusammenfügen. Und das alles geht noch viel systematischer, wenn man sich viel intensiver damit beschäftigt. Aber das machen wir jetzt nicht, schon aus Zeitgründen. Also da muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Ich hoffe, dass trotzdem ein roter Faden zustande kommt. Aber so systematisch wie zum Beispiel die Elektrodynamik, die wir im Sommersemester dann machen werden, das ist ja überhaupt unglaublich, was man da, wie wunderbar man da so einen großen Erfahrungsbereich so wirklich systematisch darstellen kann. So systematisch wird es hier nicht ablaufen. Und das liegt irgendwie in der Natur der Dinge begründet. Und das ist natürlich auch eine Frage der persönlichen Ansicht, wie man das am geschicktesten macht. Und ich mache es halt jetzt so, wie ich es mache. Und ich hoffe, dass es für Sie einigermaßen zweckmäßig ist. Wir gehen also jetzt beim zweiten Kapitel, und das wird uns dann auch zum Experimentieren etwas mehr bringen, zum Begriff der Temperatur über. Obwohl man also jetzt da noch sich viel länger damit aufhalten müsste, diese ganzen statistischen Grundlagen einmal alle durchzuarbeiten, das mache ich eben nicht.
sondern wir wollen jetzt über die Temperatur reden, weil das ist die Größe, die eben hier jetzt neu hinzukommt, die wir bisher in allen unseren Betrachtungen nicht wirklich eingeführt haben. Wir haben schon hier und da gesagt, die Zähigkeit ändert sich mit der Temperatur oder irgendwas ist halt temperaturabhängig. Aber das ist nur so, ob es heiß oder kalt ist. Aber was jetzt die Temperatur wirklich im Einzelnen ist, das werden wir jetzt besprechen. Und das ist eben dann unser unmittelbarer Zugang. Und sehr angenehm, wir haben ein Sinnesorgan dafür. Deswegen können wir uns das auch gut vorstellen. Das ist immer sehr, sehr günstig. Letztlich ist es ja natürlich so, dass wir bei der Beschreibung der uns umgebenden Natur davon ausgehen, wofür wir Sinnesorgane haben. Weil so erleben wir ja die Umgebung da. Und mit der Temperatur hat man da natürlich eine sehr gute Möglichkeit, weil man eben weiß, was heiß und kalt ist. Aber das ist kein quantitatives Sinnesorgan. Das ist nur so qualitativ. Was ist heiß, da verbrennt man sich. Was ist kalt, da friert man. Aber ob es jetzt um welchen genauen Betrag mehr oder weniger, dafür hat man kein Sinnesorgan. Und deswegen in der Physik natürlich will man alles quantifizieren, damit man entsprechende Gesetzmäßigkeiten aufstellen kann. Und daher müssen wir die Sache natürlich genauer anschauen. Naja, und um überhaupt dieser Temperatur eine konkrete Bedeutung zu geben, kann man das charakterisieren über das thermodynamische Gleichgewicht. Und wir sagen, wenn zwei Körper, die miteinander in Kontakt sind, sich im thermodynamischen Gleichgewicht befinden, dann sind sie stets auf gleicher Temperatur in Kontakt miteinander. Und die natürlich gar nichts miteinander zu tun haben, können sie nie ins Gleichgewicht. Aber wenn man zum Beispiel zwei Metallblöcke miteinander in Verbindung bringt, dann haben sie einen Kontakt, zwei Körper in Kontakt. Und wenn man da jetzt eine Zeit lang wartet, um ein thermodynamisches Gleichgewicht herzustellen, dann werden diese zwei Körper auf gleicher Temperatur sein. Nur ich glaube, das ist anschaulich durchaus verständlich. Ein heißer Kupferblock und ein kalter Kupferblock, die bringt man miteinander in Kontakt, wartet eine Zeit lang und am Schluss haben sie die gleiche Temperatur und das bleibt auch so. Das geht nicht mehr so ohne weiteres in der Gegenrichtung, es sei denn, man heizt unter dem einen von den beiden, aber ansonsten eben nicht. Das ist wieder so eine Irreversibilität, nicht, die hier auftritt, ganz wichtig. Also das ist es, was bei der Temperatur wichtig ist, wobei es gar nicht darauf ankommt, wie groß die Massen dieser Körper sind. Sie werden jedenfalls in ein Gleichgewicht kommen. Es kann nur sein, dass das länger dauert. Die Thermodynamik, das werden Sie auch bei Ihren Experimenten in den Methoden dann jetzt im Jänner finden. Übrigens, das sind schon die Zetteln da, nicht? Haben Sie eh wahrscheinlich schon gefunden. Wir haben für Sie da schon die Beschreibungszettel für die Praktikumsbeispiele für in den Methoden hergelegt. Also Sie haben sie eh wahrscheinlich schon viele geholt, da liegen sie halt noch für Sie. Das kommt nicht gleich diese Woche dran, sondern dann in den nächsten zwei Methodenwochen, die wir dann noch haben. Die Woche und dann noch zwei. Und in den nächsten zwei, dann noch der jetzt, dann machen wir noch was mit Schwingungen und Wellen. In den nächsten zwei, dann machen wir Thermodynamik-Praktikumsexperimente. Und da werden Sie feststellen, deswegen sage ich das jetzt, dass man in der Thermodynamik manchmal länger warten muss, bis dieses blöde Ding endlich im Gleichgewicht ist. Und das lässt sich auch nicht so ohne weiteres beschleunigen. Das muss einfach ins Gleichgewicht kommen. Deswegen könnte es Ihnen passieren, dass Sie bei den Praktikumsexperimenten dann diesmal ein bisschen in Zeitnot kommen könnten. Also ich hoffe, dass es alles gut gehen wird, aber ich sage es Ihnen nur, die Thermodynamik ist eine langsame Wissenschaft. Die lebt also von Gleichgewichtszuständen und da muss man meistens warten, bis die erreicht sind.
Hängt natürlich, wie gesagt, davon ab, wie groß die Systeme werden. Aber für solche Systeme, die wir so typischerweise handeln können, sind immerhin schon so viele Moleküle drinnen, dass man halt eine Zeit lang warten muss, bis die Dinge also dann halt ins Gleichgewicht kommen. Aber was ich eben auch sagen wollte, von der Größe hängt es letztendlich nicht ab, dass sie ins Gleichgewicht kommen. Daher ist die Temperatur nicht proportional zur Masse. Wenn sie einen doppelt so großen Körper haben, hat der wieder die gleiche Temperatur, wenn es die gleiche Temperatur bleibt. Das ist nicht automatisch, wenn sie einen Körper mit einer Temperatur haben und einen zweiten Körper mit der Temperatur und die tun sie jetzt zusammen und schauen das insgesamt an, dann haben die beiden jetzt nicht die doppelte Temperatur, nehmen nach wie vor dieselbe Temperatur. Daher nennt man die Temperatur eine intensive Größe. Weil sie nicht proportional zur Masse des Körpers ist. Während, was wir dann in weiterer Folge auch kennenlernen werden, die Wärmemenge, die in einem Körper drinnen steckt, die ist sehr wohl proportional zur Masse. Wenn Sie einen kleinen Topf mit Wasser auf eine bestimmte Temperatur bringen wollen, müssen Sie weniger Wärmemenge hinein, als wenn Sie so einen Drumschirm da am Herd stellen. Brauchen Sie viel mehr Wärme. Und öfters nachlegen oder länger laufen, jetzt kann ich mir vorstellen, ne? Das heißt, der Wärmeinhalt, der ist proportional zur Masse des Körpers, aber seine Temperatur nicht. Woraus Sie schon was Wichtiges sehen, das ist ein Unterschied. Und wir werden diesen Unterschied ganz konkret herausarbeiten müssen. Der Unterschied zwischen der Temperatur eines Körpers und seinem Wärmeinhalt. Beides lässt sich sehr schön statistisch untermauern, so dass man sich das auch gut vorstellen kann. Aber es ist für einen Physiker natürlich äußerst wichtig, das immer genau auseinanderzuhalten. Das Vermischen und Verwechseln von unterschiedlichen Größen ist der beste Weg zum totalen Unverständnis. Deswegen müssen wir also schauen, dass uns das nicht passiert. Naja, also wenn wir schon von Temperatur reden und sagen, das ist eine intensive Größe, dann ist natürlich zunächst einmal wichtig, sich zu überlegen, wie kann man denn das überhaupt messen? Bei der Geschwindigkeit zum Beispiel, da brauche ich Ihnen nicht viel erklären, da verfolgt man das ein Teilchen und schaut also nach einer Sekunde, wie weit ist gekommen, ein Maßstab, das braucht niemand erklären, das ist völlig klar. Aber bei der Temperatur, da kann ich wenigstens hingreifen. Das ist heiß oder das ist kalt, aber das ist ja keine Messung. Also wie misst man es? Und die Temperaturmessung wird uns also jetzt als erstes einmal beschäftigen. Damit wir überhaupt einen konkreten begrifflichen Zugang zur Temperatur finden. Und da zeigt sich, dass es also verschiedene Methoden gibt, die Temperatur irgendwie zu bestimmen. Das hängt damit zusammen, dass es verschiedene makroskopische Systeme gibt, die in gewisser Weise auf Temperaturunterschiede reagieren. Und etwas, was also uns allen natürlich von langen Zeiten her bekannt ist, schon längst bevor man sich irgendwie groß mit Physik genau auseinandergesetzt hat, sind die Phasenübergänge. Also wenn man Wasser betrachtet, unterhalb einer gewissen Temperatur friert es. Und oberhalb einer gewissen Temperatur siedet es dann. Das weiß man schon seit langer Zeit. Das sind so Urerfahrungen. Und da stellt sich dann heraus, insbesondere beim Gefrieren, dass das allerweil bei derselben Temperatur passiert. Also wenn man dann ganz genau hinschaut, dann kommt man wieder drauf, so ganz ist das auch wieder nicht, da muss man noch ein paar andere Sachen aufpassen, aber zunächst einmal war das eine sehr gute Ausgangssituation. Wenn was gerade friert oder wenn man ein Glas Wasser nimmt und da etliche Eiswürfel hineinmischt, ne, so wie man in Amerika oder auch schon bei McDonald's bei uns, wenn man Cola verlangt, ist alles Eiswürfeln und dann ein bisschen Cola drauf. Wenn man also so ein Gleichgewicht hat zwischen dem da drinnen herumliegenden Eis und dem Wasser,
Und sie warten es ein bisschen, aber noch bevor alles dann geschmolzen ist natürlich, nicht? Dann kommen sie auf ein System, das eben gerade weitgehend die Temperatur des schmelzenden Eises beziehungsweise des gefrierenden Wassers hat. Und da stellt sich heraus, das lässt sich recht genau festlegen. Und damit hat man einen Fixpunkt. Also die ursprüngliche Definition geht über die Fixpunkte mit dem Wasser. Und das nennt man auch die Celsius-Temperatur, weil der Herr Celsius das halt aufgebraucht hat. Wenn die Celsius-Temperatur gleich 0 Grad Celsius ist, das wissen Sie alle, aber ich schreibe es halt her, damit Sie sehen, wo da der Anfang liegt sozusagen. Das ist der Fall beim Gefrierpunkt des Wassers. Und, weil wir heute halt das Dezimalsystem haben, 10 mal 10 Finger, also 100 Grad Celsius, sagt man Siedepunkt des Wassers. Da fängt aber schon das erste Problem an. Denn wer schon einmal in die Berge gegangen ist und dann weiter oben seinen Kocher herausgenommen hat, der stellt fest, man braucht gar nicht so viel aufheizen und das fängt schon zum Kochen an. Denn wenn der Gesamtdruck, der Atmosphärendruck etwas kleiner wird, wenn man so aufsteigt auf 3000 Meter, macht das schon einen Unterschied, dann sieht ihr das schon früher, blöd. Damit man das also eindeutig macht, muss man den Druck dazu sagen. Und da hat man also dann dazu gesagt, damit die Geschichte in Ordnung geht, bei dem normalen Atmosphärendruck, und da hat man dann 1,013 Bar angenommen, das sind so historische Geschichten, weil man damals gesagt hat, glaube ich, das hängt mit den 760 mm Quecksilbersäule zusammen. Wenn man den halt so gemessen hat mit seinem Quecksilberbarometer, nicht? Kennt man noch aus den Antiquitätenläden, da kann man so Quecksilberbarometer kaufen und wir verwenden ihn, also werden sehen, wir haben ein sehr schönes Quecksilberbarometer, was Sie verwenden werden, wo man also noch mit Nonius-Skala, Zentel, Tor ablesen kann, hat schon seine Bedeutung. Aber für wirkliche, sehr genaue Druckmessungen macht man halt anders. Also Siedepunkt bei normalem Atmosphärendruck. Naja, aber das ist nicht wirklich das Entscheidende. Das ist nur die Wurzel dafür, was unser Celsius-Skala ist. Und über die anderen, das Fahrenheit und das finde ich, das ist zu historisch. Das interessiert Sie ja gar nicht. Wozu sollen da das? Wenn Sie das wirklich wissen wollen, dann googeln Sie sich das heraus und dann stellen Sie fest, was die Fahrenheit-Skala ist. Irgendwelche Umrechnungsfaktoren, die uns eigentlich nicht weiter interessieren. Also ich würde auch keine Geschichte der Physik Ihnen da vorführen. Für Präzisionsmessungen setzt man gewisse Fixpunkte über einen möglichst weiten Temperaturbereich. Und ein Fixpunkt zum Beispiel ist TC, sage ich wieder, die Celsius-Temperatur. Ich schreibe da ausdrücklich hin TC, weil es wird nicht lang dauern, nur bis morgen, werden wir draufkommen, es gibt eine viel gescheitere Temperaturskala, nämlich die absolute Temperatur. Und warum die gescheiter ist, das werden wir dann morgen gleich sehen. Aber vorläufig weiß man das noch nicht. Deswegen, wir wollen uns der Sache ja schrittweise nähern. Also wenn TC gleich minus 259, brauchen Sie nicht merken, ich merke mir es auch nicht, 3467. So genau kann man das. Das ist also, das sind echte Digits. Grad Celsius ist, dann ist das gerade derjenige Zustand, bei dem beim Wasserstoff alle drei Phasen fest, flüssig und gasförmig miteinander koexistieren. Der sogenannte Trippelpunkt. Das ist was Wohldefiniertes. Da muss man schon gute experimentelle Möglichkeiten haben, um das zu realisieren, aber das kann man.
Das ist der Trippelpunkt von H2. Nicht H2O, H2. Ja, H2O ist das Wasser. Nein, das ist nicht bei 4 Grad. Beim 4 Grad ist es am, der sagt, bei H2O ist es bei 4 Grad. Bei 4 Grad ist schon was Besonderes beim Wasser. Da wird es besonders dicht. Aber es koexistiert nicht mit allen drei Phasen. Auf das kommen wir dann noch. Und zwar gleich jetzt. Also das ist der Trippelpunkt von Wasserstoff. Gas. Sehr wenig. Minus. 259, viel weiter runter kann man gar nicht mehr, wie wir morgen bereits uns überlegen werden. Aber dann gibt es also einen weiteren Fixpunkt. Das ist ein Fixpunkt. Ein weiterer Fixpunkt ist der für Wasser. Plus 0,01 Grad Celsius. Ein Hundertstel Grad. Ne? Aber wir wollen es ja genau wissen. Ne? Plus 0,01 Grad Celsius ist der Trippelpunkt von H2O. Da ist gasförmiges, flüssiges und festes Wasser miteinander in Koexistenz. Das geht nur bei einer Temperatur, nämlich bei der. Und da gibt es Trippelpunktzellen, mit denen man das gut feststellen kann. Und da gibt es also eine ganze Serie von solchen Fixpunkten. Wer sich nicht damit jetzt da langweilen, Ihnen das alles zu sagen, aber einen möchte ich da noch nennen, der mich vielleicht interessieren. Bei 1064,18 stellen Sie sich noch vor, was das für einen experimentellen Aufwand bedeutet, das so genau festzulegen. Das ist schon allerhand. Bei 1064,18, das ist der Gefrierpunkt von Gold. Und da gibt es also eine Reihe anderer solcher Punkte, an denen sich das alles aufhängt. Und die Dimension von dieser Celsius-Temperatur habe ich ja schon ganze Zeit verwendet. Ich schreibe es nochmal auf. Ist Grad Celsius. Ja, wo? Oder? Ich schaue nicht rauf. Nein, so geringfügig, dass das keine Rolle spielt. Sonst würde es speziell dazu gesagt werden. Wird wahrscheinlich im Prinzip schon davon abhängen, aber das kann man nicht feststellen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, mit wem habe ich jetzt eigentlich geredet? Ah, da hinten, ja. Also es hängt wahrscheinlich auch prinzipiell vom Druck ab, aber so geringfügig, dass sich herausstellt, dass es nicht notwendig ist, es zu spezifizieren. Noch was, ja. Sie sagen Schmelzpunkt. Ja, das ist dasselbe wie der Gefrierpunkt. Sie kommen von der einen oder von der anderen Seite. Und es zeigt sich also, dass eine der wichtigen Eigenschaften von solchen Phasenübergängen ist, dass es in beiden Richtungen beim gleichen Punkt passiert. Ja? Okay. Ja, naja, und jetzt kommen wir heute zu den Experimenten. Denn mit diesen Fixpunkten allein ist es ja nicht getan, sondern es kommt jetzt dann darauf an, um wirklich zu einer Interpretation von oder Definition beliebiger Temperaturen zu kommen, dass man zwischen diesen Fixpunkten interpoliert. Und da verwendet man verschiedene thermische Eigenschaften von Körpern. Insbesondere mechanische Eigenschaften, dass sich die Länge ändert. Längenänderung. Da zeigt sich, das ist zunächst eine rein empirische Sache, dass die Länge eines Körpers bei einer bestimmten Temperatur TC gleich ist der Länge
bei 0 Grad Celsius mal 1 plus Alpha TC. Und das Alpha ist dann ein Koeffizient, der mit dem konkreten Material zusammenhängt. Wir nennen den linearen Ausdehnungskoeffizienten. Der hat für Kupfer und Stahl und so weiter unterschiedliche Werte. Und es gibt auch die Möglichkeit, eine Volumensänderung von einer Flüssigkeit zum Beispiel zu betrachten. Das Volumen, lassen Sie mich nur hinschreiben, deiner bestimmten Temperatur TC lässt sich jetzt auch wieder aufschreiben als Volumen bei 0 Grad Celsius mal 1 plus, und jetzt schreibe ich zur Vorsicht zur Unterscheidung Gamma mal TC her, und dieses Gamma ist entsprechend dann der räumliche Ausdehnungskoeffizient. Bitte, wer wollte was? Bitte. Was? Interpolation zwischen den Fixpunkten. Interpolation. Und wenn man dann sowas hat, dann hat man natürlich die Möglichkeit, das kontinuierlich zu verfolgen. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Wir haben hier eine Reihe von Experimenten, und Herr Litschauer, vielleicht schauen wir uns als erstes die Kugel an, die durch ein Loch durchfallen kann, wenn man die Temperatur verändert. Wir betrachten hier eine Platte mit einem Loch, und da liegt eine Kugel drauf, und die Kugel ist nur ein bisschen größer als das Loch, sodass sie nicht durchfällt. Oder ist umgekehrt? Habe ich es falsch gesagt? Gut, die Kugel dehnt sich stärker aus. Zunächst geht sie durch. Sie haben es gesehen. Und jetzt wird aufgeheizt. Ja, es bleibt ja, das Metall außen bleibt kalt, die Kugel wird heiß. Na bitte, sie geht nicht mehr durch. Wunderbar, Dankeschön. Hat er gerade richtig erwischt, nicht? Aber Sie können es gleich da bleiben, es geht gleich weiter. Aber man hätte nur länger aufheizen, dann wäre es schon gar nicht mehr durchgegangen. Und dann ein bisschen Wort, fällt es wieder durch, aber ist schon. Na, also bitteschön, sehen Sie. Eine genau richtig abgecheckt. Also Sie sehen, der Kugeldurchmesser wird größer, eine Volumensausdehnung eines solchen festen Körpers, das Metall da rundherum ist kalt blieben, daher geht es nicht mehr durch. Ich habe jetzt glaubt, man wird das Metall aufheizen. Könnte man wahrscheinlich auch. Dann kann man das aber natürlich mit einer linearen Ausdehnung auch verwenden, um quantitativer zu messen. Also wenn man sich die Ausdehnung eines Metallstabes anschaut, da haben wir an irgendeiner Wand befestigt einen Metallstab, der hat dann am Schluss da irgendein so Zackengewinde oder sowas da drauf, und da hat man dann entsprechend so ein Zahnrad, das da eingreift, und wenn man an den da einen Zeiger befestigt und der dehnt sich aus, dann wird sich dieser Zeiger bewegen, und da kann man dann oben eine Skala anbringen, und da hat man schon eine Temperaturmessmöglichkeit damit. Wenn wir uns das anschauen, ja, ich hoffe, Sie sehen das eh sehr gut. Das ist da, waagrecht ist dieser Stab, und da gibt es da so ein kleines Zahnrad, das ist da nicht so deutlich zu sehen, und dann ist der Zeiger, und der hat oben eine Skala. Und wenn wir jetzt den Stab also erwärmen, dann werden Sie gleich sehen, das sind sehr verlässliche Experimente, Gott sei Dank. Aber die Thermodynamik ist eine langsame Wissenschaft, ne?
Aber schauen Sie, es ist genau das, was wir erwarten. Der Stab wird länger und daher geht es so herüber, weil wenn der da länger wird, dreht sich das Rad so und das geht also in der Richtung. Ne? Schon sehr deutlich zu sehen, dass sich also der Stab durch die Erwärmung hier ausdehnt. Vielen Dank. Und Sie können sich jetzt vorstellen, wenn man sowas echt an einem Fixpunkt und einem anderen Fixpunkt, da weiß man jeweils, wo das steht auf der Skala, dann kann man dazwischen, so wie es da steht, linear interpolieren, ist ein linearer Ausdehnungskoeffizient und kann dann richtig die Temperaturen auftragen auf der Skala und ablesen. Es ist bei allem, die fragt, ob das bei Wasser auch linear ist oder nicht. Wenn Sie genau genug hinschauen, ist nichts linear. Es ist immer nur die Frage, über welche begrenzte Bereiche man Nichtlinearitäten noch berücksichtigen muss oder nicht. Auch das bleibt nicht ewig linear. Vor allem, wenn er dann einmal schmilzt, der Stab. Also man muss sich dessen bewusst sein, dass die Annahme einer Linearität in den meisten Fällen dann nur begründet ist und gerechtfertigt, wenn die Bereiche, über die die Variablen sich verändern, klein genug sind, dass Abweichungen von der Nichtlinearität vernachlässigbar bleiben. Und so macht man es halt, um da interpolieren zu können. Aber sonst hat man dann noch ein Delta mal T Quadrat und ein T der dritten. Je genauer man schaut, nur werden die dann so winzig, dass man bald nicht mehr messen kann. Verstehen Sie? Also das ist immer wie immer in der Wissenschaft. Wo kann ich was vernachlässigen? Nur davon lebt man letzten Endes. Also das, wollte noch jemand was? Nein. Das war also diese Längenausdehnung eines Stabes. Dann gibt es was ganz Tolles. Das ist ein Bimetall. Da haben wir zwei Ausführungen. Einmal haben wir da zwei so Metalle, unterschiedliche Metalle. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was das ist. Kupfer und, wissen Sie es? Auch nicht. Also zwei Metalle ist ja nicht so wichtig. Die halt einen unterschiedlich großen Ausdehnungskoeffizient haben. Und die werden also zusammengelötet. Und so ein Ding, können wir da die Kamera draufstellen? Haben wir also hier auch vorhanden, so einen Bimetallstreifen. Da ist er schon. Sowas, was man da, das wird also auch irgendwo so fix befestigt. Und da sind also zwei unterschiedliche Metalle. Daher Bimetall. Und wenn man den jetzt aufheizt, passen Sie auf, was er macht. Unsere Flammenkanone. Schauen Sie mal. Schauen Sie, was der tut. Ist doch allerhand. Und das macht er sehr schnell. Vielen Dank. Na ganz klar, der untere hat einen stärkeren Längenausdehnungskoeffizient als der obere. Na, so muss er rauf. Und das kann man natürlich auch geschickt verwenden zu einer Temperaturmessung. Da macht man es dann so, dass man dann so ein Bimetall noch so in einer Spiralform anordnet. Und irgendwo da hier setzt man dann einen Zeiger an und das ist also alles aus zwei Metallen zusammengesetzt, die da halt so ineinander und miteinander verbunden sind. Und wenn man diese Spirale jetzt dann unter unterschiedliche Temperaturen bringt, dann sieht man, dass der Zeiger sich verändert und da hat man dann wieder eine Skala, wo man das ablesen kann. Und das schaut so aus. Das ist ziemlich genau das, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe. Und wenn man also da jetzt bitte wieder aufheizt, dann werden Sie gleich sehen, dass Sie sehr schnell zu einer Temperaturanzeige kommen. Sowas in der Art hat man auch bei Fensterthermometern oft. Das sind so runde Thermometer, das zeigt es an. Das ist ein kleines Bimetall drinnen. Okay, hat auch gut gepasst. Dankeschön. Also Bimetallthermometer. Aber natürlich, schön ist es auch, mit Flüssigkeitsausdehnung zu arbeiten. Und da haben wir was besonders Schönes für Sie, ein Riesenthermometer.
Ich bin mir gar nicht bewusst, wo es noch so ein schön großes Thermometer gibt. Das zeige ich immer mit großem Stolz, dass wir da so ein Demonstrationsthermometer haben. Und da können Sie genau erkennen, wie sowas funktioniert. Jetzt zeigt es gerade 21,5 Grad, das wird schon passen. Da unten gibt es ein Flüssigkeitsreservoir, dessen Volumen sich mit der Temperatur ändert. Also das ist nicht das Reservoir, sondern die Flüssigkeit ändert sich mit der Temperatur. Und dann steigt die Flüssigkeit weniger oder mehr hinauf. Und wenn ich da angreife, sind wir schon auf 22 Grad. Also das reagiert wirklich. Ja, man sieht es sehr gut, das sieht man sogar wunderbar. Also das ist ein Prototyp eines Flüssigkeitsthermometers. Danke, dass Sie das hereingebracht haben. Und natürlich ist man da auch wieder begrenzt mit der Linearität, weil irgendwann friert die blöde Flüssigkeit ein, nicht? Und dann ist nichts mehr. Und auf der anderen Seite, wenn man zu hoch geht, dann verdampft es wieder, dann ist auch nichts. Ne? Außerdem ist wieder blöd, weil das Glas auch einen gewissen Ausdehnungskoeffizienten hat. Immer wenn es genau schauen, wird es kompliziert. Und damit man das so gut wie möglich kann, haben wir hier, das habe ich eigens aus meinem Labor mitgebracht und nehme gleich wieder mit, weil da bin ich also wie ein Geier drauf, dass da also nichts passiert. Da habe ich Ihnen einen Satz von Echtthermometern mitgebracht. Das ist also wirklich was Schönes. Kostet viel Geld. Lasst man besser nicht fallen. Da ist jeweils ein Temperaturbereich von nur 10 Grad Celsius drauf. Und Sie können Hundertstel Grad ablesen. Und für jedes dieser einzelnen Thermometer, die ich jetzt gar nicht rausnehme, Sie sehen es ja ewig, der eine kann ja rausnehmen. So schaut das aus. Da unten ist das Quecksilber drin. Jetzt lege ich es geschwind wieder rein, weil meine Mitarbeiter haben eh gefunden, dass das gefährlich ist, dass das da, aber wir passen ja auf. Können Sie Hundertstel Grad ablesen im Bereich von 5, von minus 20 bis minus 10, von 10 bis 0 und so weiter, bis von 50 bis 60. Und da, da mittendrin lese ich gerade ab, dass unsere Raumtemperatur jetzt, sehe ich es gerade nicht. Na, wieso sehe ich das nicht? Ich glaube, bei 21,15 oder sowas da. Also ich, das ist bei dem Lichtding nicht so leicht. Ein ganz dünner Quecksilberfaden. Sonst täte der nicht sich so groß da verändern, dass man die Hundertstel abliest. Und das Teuerste an dem ist, das sage ich Ihnen, weil das ist für Sie auch wichtig zu wissen, dass man Dinge, wenn man es genau misst, wird es teuer, weil jedes dieser einzelnen individuellen Stücke individuell geeicht wurde. Und der eigentliche teure Vorgang ist, dass man dann da für jedes das Eichzertifikat mit einem Stempel vom Deutschen Eichamt, oder ist glaube ich Deutschland geeicht, mitkriegt. Und da sagt man dann, Abweichung ist da plus 200stel und da minus 100stel und so kann man dann interpolieren. Naja, eben. Na, können Sie ausrechnen, nicht? Da ist halt viel. Erstens muss man das Messgerät, das Eichstandardgerät immer in Schuss halten. Und zweitens ist auch viel Erfahrung von guten Experimentatoren und deren Zeit involviert. Also das ist so ein Eichthermometersatz. Wir verwenden den immer wieder, wenn wir ab und an unsere Thermoelemente und PT100 Widerstände eichen gegen unseren Laborstandard. Und das ist also sozusagen ein Transferstandard vom Eichamt. Also ich glaube, das kann man sich schon vorstellen. Was haben wir denn noch an Möglichkeiten? Ja. Die Frage ist, ob es auf die Wirkung der Schwerkraft ankommt. Die ist meistens komplett vernachlässigbar. Weil ja eben die Flüssigkeiten und schon gar das Quecksilber eine äußerst geringe Kompressibilität aufweisen. Das heißt, das bisschen zusätzliche Kraftwirkung, das geringe Gewicht von der dünnen Säule, da spielt keine Rolle. Das kann man also praktisch in jeder Richtung machen. Warum nicht?
Ja, also das Bimetall führt dazu, dass die innere Spirale sich ein bisschen anders aufdehnen wie als die äußere und dadurch beginnt sich das zu verdrehen. Ansonsten tät's er sich gar nichts verdrehen. Warum soll's er sich verdrehen? Ja, aber das ist wenn, dann minimal. Damit man wirklich auf was Brauchbares kommt, braucht man das Zweite, weil dann kriegen sie einen Effekt, den man so wirklich gut ablesen kann. Natürlich immer ändert sich irgendwas, aber die Längenänderung bei so einer Spirale, das führt irgendwie auf nicht wirklich was sehr Definierbares. Was tut das dann wirklich? Das ist nur ein geringer Effekt, wenn überhaupt. Ja, und dann vielleicht zuletzt nicht nur mechanische Eigenschaften, sondern auch andere, zum Beispiel elektrische Eigenschaften, sind temperaturabhängig. Da werden wir noch im Sommer ein bisschen näher drüber reden, aber nur jetzt, weil es halt zur Temperaturmessung passt. Zum Beispiel die Kontaktspannung zwischen zwei zusammengelöteten oder einfach nur zusammengeklemmten unterschiedlichen Metallen, Kupfer und Zink zum Beispiel, edler und weniger edel, Spannungsreihe kommt im Sommer. Diese Kontaktspannung wird ihrerseits temperaturabhängig sein. Und das ist die Methode des Thermoelementes. Und sowas haben wir hier, wo Sie dann sehen werden, dass man hier eine Spannung ablesen kann, die also selbst bei geringer Wirkung, wenn man es braucht, nur mit der Hand draufgreifen, sich sofort stark ändert. Sehen Sie das? Also da braucht man jetzt nicht die Feuerkanone dazu, das geht schon mit ein bisschen mit der Hand ankommen. Und wieder erfordert das natürlich dann eine quantitative Eichung gegen primäre oder sekundäre Normale. Aber Sie können sich schon vorstellen, glaube ich, dass jetzt haben Sie so einen gewissen Querschnitt. Ich glaube, das war es, nicht? Danke, Herr Litschauer. Man soll nicht glauben, dass das sich alles von allein herstellt da. Da ist eine ziemlich große Vorbereitungsarbeit notwendig und ich werde nicht müde zu betonen, dass wir ohne meine Mitarbeiter da gar nichts machen könnten. Also diese verschiedenen Methoden dienen dazu, die Temperaturen über große Bereiche zu messen. Naja, und jetzt hätten wir aber gerne ein bisschen grundlegender verstanden, wie denn sich eigentlich so Körper bei verschiedenen Temperaturen verhalten. Das ist ja alles so empirisch. Und jetzt zeigt sich, dass insbesondere die Gase und speziell verdünnte Gase, und Luft geht noch unter verdünntes Gas, nur wenn wir dann bei 100 Bar sind oder sowas, dann ist es kein verdünntes Gas mehr. Verdünnte Gase nehmen insoweit eine Sonderstellung ein, weil sie besonders leicht zu beschreiben sind. Die Moleküle in dem Gas haben nämlich untereinander praktisch keine Wechselwirkung, außer sie stoßen gerade zusammen und dann ist es ein elastischer Stoß. Mit diesen einfachen Voraussetzungen lassen sich diese Systeme besonders gut theoretisch beschreiben. Deswegen wenden wir uns jetzt als nächstes, und zwar morgen, den idealen Gasen zu und den dortigen Gesetzmäßigkeiten. Und Sie können sich schon freuen, weil Sie werden morgen zwei wesentliche, quantitative, grundlegende Experimente sehen. Ich freue mich auch schon drauf. Danke.